So Leute, die Vorbereitung ist vorbei. Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Essen. Jetzt steht der Weightcut an, morgen ist die Waage und am Samstag ist Showtime. Der spaßigste Teil kommt jetzt, natürlich der Weightcut. Deswegen bleibt dran und jetzt kannst du ja rausschneiden, Bruder, und bla bla. Bist du bereit? Der Kampf von Fedor wird super. Natürlich mit Kamera. Mein Gott. So, Jungs. Habt ihr schon direkt nackt gemacht, hä? Wir sind jetzt angekommen in Essen. Ich würde sagen, wir checken mal euer Gewicht, oder? Ja. Let's go. Bist du bereit? 65,5. Was für ein Gewicht musst du erbringen? 61,6. 61,6, okay. Das sind 3,8 Kilo noch ungefähr. Das sind 4 Kilo. Fast 4. 3,9 Kilo. Also ich muss noch 3,1 Kilo machen. Seid ihr mit eurem Gewicht zufrieden? Ist das mehr oder weniger als sonst? Ist gleich. So. Was geht? Ich würde sagen, wir checken mal das Gewicht, oder? Ja. Du musst noch 2 Kilo machen. Wie kommt es, dass du so viel weniger Gewicht machen musst als die beiden anderen Jungs? Ich ernähre mich gesund, ich gesund. Esse gesund. Antonio, und so. Ich habe die Beweise am Handy. Vorletzte Woche, Pide, so eine Pide gefetzt. So, vor mir, ich esse in Dorade. Pita ist gesund, das ist Pide. Doch nicht so gesund. Brot mit Käse. Einfach in Kampfvorbereitung Brot essen. Die sind eifersüchtig. Wir haben heute Donnerstag, der Kampf findet am Samstag statt. Was machen wir heute noch? Also heute findet noch ein Weightcut statt. Das heißt, wir verlieren nochmal um die 3 bis 4 Kilo. R2. Dann warten wir ab bis morgen, wiegen wir uns ein und dann essen wir. Sehen wir uns das nächste Mal beim Weightcut. Ja, bis gleich. So, Daniel, was machen wir jetzt hier? Ich meine hier gerade noch die letzten Kilos. Und dann gehen wir noch schlafen. Tja. Nochmal von der. Wie läuft jetzt der Weightcut ab? Also wir haben jetzt angefangen mit Fahrradfahren, dann werden wir uns ein bisschen aufwärmen, unsere Poren aufgehen, damit wir ein bisschen schwitzen. Dann gehen wir rüber und gucken, was Daniel uns für Aufgaben gibt. Aber die Aufgabe ist zu schwitzen, schwitzen, schwitzen. Würdest du sagen, das sind die richtigen Laufschuhe? Nein, würde ich nicht sagen. Ich habe meine leider vergessen. Egal, wie das Gewicht runtergeht, wir machen es einfach. Minuten. Für die Leute, die noch nie selbst einen Weightcut gemacht haben, wie fühlt sich das Ganze an? Es fühlt sich an, ich weiß nicht, ich glaube für die Leute, die fasten, die können sich ein bisschen vorstellen, dass sie den ganzen Tag nichts essen, nur wir essen fast 3 Tage nichts und wir trinken und heute trinken wir auch nichts. Das heißt, es fühlt sich an wie die Hölle. Wenn Tufan nicht da ist, ist zumindest Rasa, immer Physio Rasa da. Ist immer Rasa da. Was hast du mit diesem Fahrrad gemacht? Ja, gar nichts. Ich setz mich hier hin. Ich mach Klick, Klack, Klick, Klack, Klick, Klack. Macht einfach DJ. Klick da mal nach. Zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Es ist noch 1 Kilo. Wir alle sind weg. Unsere Jungs befinden sich gerade mitten im Weightcut. Das heißt, die letzten Kilos werden runtergeschwitzt. Und das heißt eben auch, dass viele Mineralien und Vitamine ausgeschwitzt werden. Deshalb werden die Jungs unter anderem morgen mit dem Athlete Sack wieder aufladen, um wieder auf ihr Level von Vitaminen und Mineralien zu kommen. Mit dem Code Spirit könnt ihr maximalen Rabatt auf eure Bestellung bekommen. Das war's für heute mit dem Weightcut. Morgen um 7 Uhr geht's weiter. Da geht's in die Wanne. Da werden die letzten Kilos geschwitzt. Und dann geht's auf die Waage und dann wird aufgeladen. Ein neuer Tag. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Wir haben jetzt noch 2 Stunden bis zur Waage. Okay.
fühlst du dich, Captain? Ich fühle mich gut. Ganz easy. Ich merke schon, dass ich am Schwitzen bin. Also, ganz gut. Alles klar. Gewicht ist gepackt. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Ich kann jetzt trinken. Jetzt wird geladen. Captain, Skala 1 bis 10, wie gut fühlt sich das gerade an? Digga, 100 von 10. Kannst du nicht beschreiben. So, die Jungs haben ihr Gewicht geschafft. Jetzt geht's zum Aufladen. Auf geht's. Jungs, komm. Ihr habt jetzt ein bisschen aufgeladen. Jawohl. Wie fühlt ihr euch? Super, jetzt geht's uns wieder gut. Langsam werden wir wieder zurück. Aber da geht noch ein bisschen was. David, du bist jetzt einen Tag später angekommen als die anderen. Mhm. Wie hast du den gestrigen Tag verbracht? Entspannt. Ich habe gestern in der Früh noch trainiert. Wir haben noch eine technische Einheit gemacht, gegessen. Das war's. Wir warten jetzt auf David und dann fahren wir zum Medical Check. Gucken, ob wir kampffähig sind für morgen. Aber da sind wir alle. Und dann gibt's die Showreihe. Polnisch, Spanisch. Das ist okay. Eben war richtig. Okay, Marc, du bist jemand, der den Sport schon sehr lange verfolgt. Und NFC wird zum ersten Mal in einem Ring stattfinden. Was für einen Unterschied macht der Cage bzw. der Ring beim MMA? Ja, wird vor allen Dingen für die Ringer ein bisschen schwieriger, ne? Die können weniger Cagewalk machen und so weiter, weniger am Zaun festmachen und so. Ich glaube, es wird eher die Striker bevorteilen. Die können Leute besser in der Ecke stellen, weil die Ecken einfach 90-Grad-Winkel haben. Den hast du im Cage nicht. Unser Cage ist ja rund gewesen bisher. Ich bin immer sehr, sehr gespannt, wie es passiert. Ich bin ja selbst Oldschooler, so die ganzen alten Pride-Sachen und so weiter. Und ich bin echt mal gespannt, ob wir vielleicht so ein paar... Ja, ein bisschen mehr Dynamik sehen so in den Kämpfen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft. Dein Geheimtipp für heute Abend, welche Kampfpaarung? Der Kampf von Fedor wird super gegen den Letten. Das sind zwei ungeschlagene Jungs. Die sind beide super stark. Fedor gut am Boden, der Lette auch super am Boden. Beide zu Nullbilanz. Das ist so ein bisschen das Ding, was unterm Radar fliegt, weil alle reden über die Mainfights. Die sind auch super. Der Kampf von Kenny wird cool. Der Kampf von Chade wird cool. Aber Fedor gegen den Letten wird mein Lieblingskampf, glaube ich. Oder das ist der, auf den ich mich am meisten freue. Und das hier sind unsere 16 Kämpfer. Aus Frankfurt, David Balewski. Aus Frankfurt, Daniel. Agaie! Für Theo Saldana und Daniel Agaie! Kommt aus Frankfurt, Fedor Duric! Aus Frankfurt, Raoul Lemberatzky! Dein Gegner hat sein Gewicht nicht erbracht. Wie hast du das aufgenommen gestern? Also ich habe hier einen Profi, mein Gewicht hat gebracht und damit den ersten Kampf gewonnen und morgen war ich den zweiten Kampf in der Frankfurt. Wir fahren jetzt in die Krugerhalle, dann werden wir heute nochmal technisch alles durchgehen, nochmal ein gutes Training reinbekommen und dann morgen Gas geben. Wir machen jetzt ein lockeres Training und ja, gehen alles durch, was er dann morgen im Ring machen will, machen wird. Okay.
Es war gestern ein aufregender Tag, oder? Erzähl mal, was passiert? Mein Gegner hat sein Gewicht nicht gebracht. Dann hat er Anweisungen bekommen, was er haben darf bis zum Abend. Er wollte das nicht eingehen, wollte sein eigenes Spiel spielen, oder was? Jetzt haben wir doch einen Fight. Das bedeutet, dein Gegner hat sich eingewogen auf 68 Kilo. Genau. Der Kampf steht. Genau. Heute 68 Kilo hat er gehabt. Okay, dann würde ich sagen, let's go, huh? Fight day, baby, ja. Was steht jetzt heute auf dem Plan? Ist es Fight Day? Nichts, erstmal eine kleine Cooldown-Massage und dann abheben. Das war's. Die Jungs lagen auf der Liege, ich konnte... Fight Day-Massage. Wie fühlst du dich, Champ? Auf jeden Fall gut. Das wird jetzt nochmal alles locker machen und dann später wird es auf jeden Fall gut. Ein gutes Ding, bin mir ganz sicher. So, wir sind jetzt hier in der Halle angekommen. Alle haben gut geschlafen, gut geladen, Energie ist gut, Rauls Kampf steht. Wir freuen uns auf vier richtig brutale Kämpfe und ja, jetzt geht's los. Ich fing auch spreizen. Wie fühlt sich das an, jetzt schon die Halle zu sehen, ohne Zuschauer? Ich sehe schon die Zuschauer, so, weißt du? Ja. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, ich stelle mir jetzt alles so vor, als wäre die Halle voll, mit Musik, Einlauf, ja. Brille natürlich unten. Bisschen wach werden, Bruder. Ja. Erzähl mal, wie ist der Kampf abgelaufen? Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. War ein guter Kampf. Eigentlich genau das, was ich geplant hatte. Ja, der Fuß ist leider durch einen Oblique-Kick aufs Knie direkt der erste Kick, den ich gemacht habe. Habe auch den Schmerz schon direkt gespürt. Das ist angeschwollen wie ein Ballon. Aber ja, ich habe mein Ding weitergemacht und relativ schnell das Finish geholt. From Frankfurt, Daniel Daniel! Strikes in. That's it. Beautiful then. Stop!
Jawohl. Hüfte ran, in die Mitte oder zum Rücken? Jawohl, in die Mitte. Jawohl, sehr schön. Nein, Haken rein. Schwer sitzen. Beautiful, Danny. Control the back. Bleib am Rücken. Beweg dich mit. Gib ihn hoch, komm, und dreh dich weg, komm, greif das Bein an. Es ist Bewegung und Lockerheit. Lass dir Zeit. Komm in Bewegung. Rechter Arm strömen. Bring den rechten Arm. Stop! Kopfposition ist entscheidend. Jawohl. Kann's passieren? Jawohl. Elbows. Yes, aus dem Level Change. Nice. Stabil stehen mit der Hüfte. Top Position. Weiter rollen. Und Top Position. Arme vor, jawohl. Sehr schön. Ja, du machst das richtig. Jawohl, das ist gut. Weiter. Kontrollier die Arme. Jawohl. Jawohl. Auf. Jawohl. Weiter. That's it. Nochmal. Jawohl. Weiter. Stop. Kontrollieren lassen. Oh. Voller Kontrolle. Okay? Beweg dich mal. In Bewegung. Jawohl. In Bewegung. Er kommt rein, dann ist der Konter da. Yes, sir. Beautiful. Jawohl. Beautiful. Nice. Anrichten. 1:20. Eine Minute 20. Komm weiter. Gezielte Treffer. Komm weiter. Wir wollen den Finch. Komm. Fass mal zusammen, wie war dein Kampf? Wie hast du dich im Ring gefühlt dieses Mal im Gegensatz zum Cage? Es war nichts Neues. Und, ich persönlich mag es nicht, in den Ring zu kämpfen, da man jedes Mal rausfallen kann. Der Gegner kann auch umgreifen. Ja, kämpfen ist kämpfen, man kämpft und ja. Erste Runde gehört absolut wichtig. Wir machen jetzt weiter im Rhythmus. Komm her, Klaus! Ja! Und die Wege! Well, he's tired too. Okay? He's tired too. Aggression now. In Bewegung. Gewinner des Kampfes, Raoul Ambaranski. Es gab hitzige Szenen beim Wiegen, es gibt hitzige Szenen nach der Urteilsverkündung. Dein Gegner war offensichtlich nicht zufrieden mit dem Urteil. Wie hast du es gesehen? Also ich habe ganz klar gewonnen. Eigentlich Respekt. Mein Gegner sagen, dass er doch stärker war, als ich dachte. Aber ich bin nicht respektvoll, dass die jetzt beleidigen und sagen, was willst du, oder? Gehen nach Hause, so mäßig.
Die letzten 24 Stunden waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle, kann man nicht anders sagen. Der Gegner hat das Gewicht nicht gebracht auf der offiziellen Waage. Der Kampf war kurzzeitig abgesagt. Für dich das Thema eigentlich schon abgehakt. Heute Morgen gab es dann die Option, dass der Kampf doch noch stattfindet. Ihr habt euch auf ein höheres Gewichtslimit geeinigt, das er dann erbracht hat. Wie war das für dich, diese wieder in diese Zone zurückzukommen, in diesen Wettkampfmodus zurückzukommen? Guck mal, wir sind Kämpfer. Wir können kämpfen, egal wann und wo. Wenn wir morgen bei der Fasching gesagt haben, ich kämpfe. Ich bin immer ready. Und das macht uns Kämpfer aus. Und auch Profis. Denn die Profis bringen Gewicht auf die Waage und kommen nicht einen Tag später mit irgendwelchen Limits. Ich möchte auf die Weltspitze. Und bevor ich auf die Weltspitze gehe, muss ich erstmal hier performen und den Gürtel bis Ende 24 noch auf mir tragen. Und dann gucken wir weiter, wo es geht. Papa, ich liebe dich. Du weißt, die ganzen Siege hole ich für dich. Und ich hoffe, er sieht es auch. Wenige Sekunden jetzt nach dem Kampf. Was sind deine ersten Gedanken? Das war ein heftiger Kampf. Er war stärker als ich dachte, ich sage euch ehrlich. Aber es hat mir mal wieder gezeigt, man darf keine Gegner unterschätzen. Und leider hat mein Bruder Daniel verloren. Wir haben 3 Siege geholt, 1 Niederlage. Jetzt kann ich meinen Sieg nicht so feiern, wie ich ihn eigentlich feiern würde. Deswegen guck ich mal, dass es meinem Bruder gut geht. Und wir gucken, was wir verbessern müssen. Wow, erstmal durchatmen. Wir sind zurück in Frankfurt. Wir bedeutet Antonio hinter der Kamera und ich hier vor der Kamera auf der Couch sitzend. Mega krasser Abend. NFC 14 zu Ende gegangen. 3:1 für MMA Spirit Kämpfer. David Baleski den zweitschnellsten K.O. in NFC-Historie ergattert, gesichert. Daniel leider verloren durch TKO in der 3. Runde. Wir haben schon sehr, sehr viele Nachfragen bekommen. Ihm geht es glücklicherweise gut. Der Grund, warum er so schlapp war nach dem Kampf, war tatsächlich Erschöpfung und weniger die Schlagwirkung. Keine Kopfschmerzen, wir haben ihn trotzdem natürlich im Krankenhaus checken lassen, aber es geht ihm gut. Vielen Dank für die Nachfragen. Danach Fedor in einer sehr, sehr abgeklärten Performance, ganz eindeutig jede Runde gewonnen gegen einen ultra erfahrenen und mega gefährlichen Gegner, der einen Kampfrekord von 4:0 hatte und vorher im Amateurbereich auch 6:2 gestanden hat. Ganz tolle Leistung, dominant gewonnen. Und dann zum Abschluss Fight of the Night, Raoul, der ja doch gekämpft hat und doch kämpfen konnte, wo wir uns mega gefreut haben und es natürlich eine super, super wichtige Erfahrung war, einmal die eigenen Emotionen so kontrollieren zu können und dann noch so eine tolle Performance abzuliefern. Super gemacht. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu einem Probetraining hier im MMA Spirit einzuladen. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt in diesem Vlog und natürlich in den kampfsportlichen Leistungen, könnt ihr direkt hier in der Beschreibung den Link zum Probetraining finden und abschließend, gehen Geburtstagsglückwünsche raus an zwei ganz besondere Menschen, nämlich an die Dagmar und an die Christiane, Mutter und Schwester vom T800. Herzlichen Glückwunsch, viel Gesundheit und viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis bald.